Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam und herzlich willkommen an alle Nicht-Muslime, an alle Feinde, Freunde, Unterstützer, Kritiker, solange die Kritik berechtigt ist. Ja, unberechtigte Kritik, da werden wir fuchsteufelswild, wie man so schön sagt. Ja. Ich sitze hier heute mit dem neuen Stern am Himmel, der radikal-islamistischen Salatfistel in Deutschland mit dem Bruder Abu Adam. Und Bruder, ich wollte was fragen. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt? Ich wollte einige Fragen an den Bruder, von denen wir inshallah profitieren werden. Weil wir es gerade heutzutage mit vielen jungen Muslimen zu tun haben, die sich schlecht in die Lage versetzen können, wie die Situation in Deutschland noch vor 10 Jahren gewesen ist. Bruder, wie lange bist du jetzt schon Muslim? 16 Jahre. 16 Jahre? Boah, nee. bist ja sogar noch länger Muslim als ich, MashaAllah. So, hat nichts zu sagen. Seit 16 Jahren bist du jetzt Muslim, Alhamdulillah. Ach ja, genau, wir haben ja jetzt einige Statements gehört von Leuten, die sagen, wenn man nicht als Muslim geboren ist, kann man gar kein richtiger Muslim sein, weil das musst du im Blut haben. Du hast Christenblut, also bleibst du Christ. Bala bala, bitte in die Irrenanstalt gehen und das Gehirn mal durchlüften lassen. Mann, oh Mann. Ja, okay, und was war mit den ganzen Leuten, die Anhänger des Propheten waren? Der erste Khalif, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Hassan, Hussein, Fad. Was waren mit denen allen? Wenn man Hassan Hussein, okay, kann man sagen, sind im Islam geboren. Aber jetzt 90% der Leute, die beim Propheten den Islam angenommen haben, was waren die denn vorher? Salman al-Farisi, der den Islam angenommen hat. Aber du, was soll man auf so einen Schwachsinn eingehen von so geistigen Tieffliegern? Auf jeden Fall, du bist jetzt seit 16 Jahren Muslim. Wie war das damals gewesen, als du den Islam angenommen hast? Bist du dann sofort von Anfang an zu vielen Unterrichten in Moscheen gegangen, wo sie dich unterrichtet haben, wo sie dir gezeigt haben, wie du beten musst? Was hat es da so für Erfahrungen gemacht? Aber ich glaube, hätte es das gegeben, ja, dann hätte ich so einen Iman-Kick bekommen. Allahu Akbar. Leider gab es das damals gar nicht. Wie gab es gar keine Unterrichte? Es gab, da wo ich war, da gab es nur Freitagspredigt. Und auf dann, Deutsch? Nein, auf Türkisch. Ich war auch in verschiedenen Moscheen, auch in den arabischen Moscheen gab es nur auf Arabisch. Da gab es das gar nicht, Deutsch. Ja. Aber auch undenkbar zu dem Zeitpunkt. Das ist übrigens etwas, was Bruder Marcel krass aussagt. Ich glaube, der ist schon seit 20 Jahren Muslim. Ja. Der sagt, die ersten 4 Jahre wusste er noch nicht, wie man richtig Wudu macht. Ja, und als dann nachher unsere Dawa kam mit, damals mit der Seite Die wahre Religion, ja, der sagt, das war für mich so eine Freude gewesen, wenn ich das dann auf einmal gesehen habe. Das heißt, da hat es gar keine Unterrichte gegeben und du wusstest gar nicht, wie man jetzt einen Schritt vorwärts geht. Ja, das hast du dann nur von irgendwelchen Muslimen, die selber keine Ahnung haben. Oder nicht so viel Ahnung haben. Die konnten dann hier und da irgendwie was erzählen. Auch 4 Jahre lang stand ich auf derselben Stelle. Ja. Es ging ja so weit, dass ich sogar zeitweise, wenn ich Stuhlgang gemacht habe, Russe gemacht habe. Weil ich gedacht habe, ich müsste da Russe machen, weil also, es so unwissend war. Also nach jedem Stuhlgang hast du dich dann komplett geduscht. Ja. Ja, weil du gedacht hast, das müsste man machen. Notfalls ja. Dann halt auch mit der Gießkanne beim Milligericht. Bei Gießkanne in der Toilette, ja. Eine coole Geschichte auf jeden Fall. So, also cool so. War das nicht. Ja, klar. Ja, aber guck mal, weißt du, was das zeigt? Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute vielleicht, die damals vielleicht den Islam angenommen haben, dass die vielleicht sogar eingebrochen sind. Wie war das denn damals? Gab es da vor 16 Jahren, gab es da viele konvertierte Muslime? Damals, von denen ich mitbekommen habe, waren Murat Wilfried Hoffmann. Ja, der war ja schon damals bekannt aufgrund seiner Bücher. Ja. Genau, seiner Bücher. Ansonsten, aber in deiner Umgebung gar nicht? In meiner Umgebung überhaupt gar nicht. Das war erst ein, 2 Jahre später, habe ich jemanden kennengelernt, einen Deutschen. Den hast du, glaube ich, später auch kennengelernt. Ibrahim oder was? Seit Nubis Ismail. Ismail, ja. Den hast du auch kennengelernt. Der war ja auch aus Mönchengladbach. Und ansonsten, das kam erst nach 4 Jahren, da habe ich dann später mehrere Brüder kennengelernt. Also nach 4 Jahren hast du erstmal Leute, das heißt, man kann also sagen, in diesen Moscheen, wo du gewesen warst,
da gab es keine Bemühungen, Nicht-Muslime zum Islam zu führen. Nee, nicht nur das, das Heftige ist ja, wie ich gelebt habe. Du hast ja später, wann hast du angefangen mit Vorträgen? Ich 2006. 2006. Oder 2005. Von 98 bis 2002 waren ja die 4 Jahre, wo ich dann immer zwischen Moschee und draußen der Gesellschaft gelebt. Ein Hin und Her. In der Moschee war ich gläubig und draußen habe ich mich dann mehr oder weniger schon dafür geschämt. Die Angst sozusagen mit anderen darüber zu reden, weil ich wusste, die werden mich auslachen. Ja, die werden mich runter. Also du hast an den Islam geglaubt, du hast das aber nicht unbedingt jedem gesagt. Genau. Weißt du, was krass ist? Was das krass ist, Bruder? Das ist bei mir ähnlich gewesen. Im Jahre 2001, ja, als ich den Islam angenommen habe, subhanallah, ne? Ich bin meistens, das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich ein paar Mal in der bosnischen Moschee war, ich bin mal gerne zur bosnischen Moschee gegangen, weil ich dort nicht auffalle. Weil ich hatte keinen Bock in einem, weißt du, weil immer wenn du in eine türkische oder marokkanische Moschee gegangen bist, dann alle gucken. Als wenn du das dritte Weltwunder bist und boah, ich hatte keinen Bock, mich jedes Mal zutexten zu lassen, ja, oder nachher bin ich zu einer Moschee gegangen, wo es auch was auf Deutsch gab. Und ich habe das am Anfang keinem erzählt, dass ich Muslim geworden bin. Ich wollte das nur für mich alleine machen. Ja, und das war's. Das wussten nur enge Freunde von mir. Und dann, nachdem ich ungefähr 3 Monate Muslim war, war mein im Trainingslager gewesen. Da hat dann mein Trainer Uli Wegner gefragt, bist du Muslim? Bist du eigentlich evangelisch oder katholisch? Genau, bist du eigentlich evangelisch oder katholisch? In St. Moritz war mein Trainingslager. Da waren alle mit am Tisch, Markus Bayer, Sven Otke. Und da meinte dann der Cengiz Koç, das ist ein richtig enger Freund von mir, meinte, nein, der ist Muslim. Und da kam das raus. Und da stand das nachher in dem Videotext drin sogar. Pierre Vogel, der Profiboxer vom Sauerlandboxer, Pierre Vogel ist Muslim geworden und so weiter. Dann stand es nachher sogar in der Zeitung, weil das dann irgendwie rauskam. Und subhanallah, weißt du, Bruder, deswegen finde ich das jetzt so interessant, was du mir gerade sagst, weil ich mich auch wieder erinnere an diese erste Zeit, ja, wo man sich gedacht hat, boah, bloß keinem erzählen. Und pass auf, am Anfang in meiner Zeit bin ich dann öfter auch in die Disco gegangen. Bei mir auch, genauso. Ja, weil ich wusste nicht, dass das verboten ist. Und ich war aber beim Jumu'ah-Gebet dann einmal in der türkischen Moschee gewesen. Ich war ganz am Anfang meistens in der marokkanischen Moschee oder in der arabischen Moschee in Köln, in der Nähe vom Barbarossa-Platz, Höninger Weg. Und dann war ich dann einmal in dieser DITIB-Moschee, diese ganz große jetzt, und auf einmal treffe ich dort einen Freund von mir, der auch Profiboxer später gewesen ist, der heißt Mehmet Hemdin. Und der hat sich gefreut, mich zu sehen. Und da hat er das rum erzählt. Und dann kam ich dann abends in die Disco, auf einmal kommen die Muslime zu mir in der Disco und, ey Bruder, du bist zum Islam übergetreten und so weiter. Da müsste ich... Übrigens, das mit dem Videotext, das kam etwas später. Das kam nicht sofort, nachdem ich das dem Herrn Uli Wegner gesagt habe. Ich schätze, das war ungefähr 5 Monate, nachdem ich den Islam angenommen habe. Ich bin mir aber nicht ganz... Nee, das war ungefähr 3 Monate, nachdem ich den Islam angenommen habe. Ja. Auf jeden Fall, auf einmal wussten die ganzen Leute das und so ging das dann weiter. Und wie gesagt, damals gab es nicht sehr viele gute Bücher, wie heute. Es gibt sehr viele gute Bücher. Das war schwierig. Aber erzähl du mal weiter, inshallah. Du warst ja, wenn ich jetzt zurückerinnere, die ersten 4 Jahre waren ja sehr schwer, weil ich niemanden hatte. Ja. In den Moscheegemeinden, ich war hauptsächlich türkische, du hast eben gefragt, gab es noch weitere? Ich war ja wie so ein Phänomen, das gab es ja noch gar nicht so, wo ich war. Und dann die Jugendlichen, die kamen damit auch nicht klar und haben mich auch so betitelt. Die haben auch gesagt, ihr möchtet gerne Moslem und so. Also die Älteren haben mich ernst genommen. Die jüngere Generation, die damals zur Moschee gegangen ist, das waren nicht die Jugend von heute. Die waren das total unwissend. Ja, die waren mehr da, weil der Vater gesagt hat, die müssen dahin. Das war traditionell. Also hat sich der Islam richtig weiterentwickelt in Deutschland, richtig, sozusagen. Richtig. Und ich kann mich genau noch daran erinnern, ich habe ja 2 Ausbildungen gemacht, abgeschlossen. Die erste Ausbildung, da habe ich mich immer versteckt hinter der Maschine, wenn ich gebetet habe. Ich wollte richtig nicht, dass das jemand mitbekommt, ja. Gedacht, hier kriegst du Ärger und so. Dann, deswegen habe ich eben gefragt, wann hast du angefangen mit Vorträgen? Weil später, als du diese Vorträge gemacht hast, musste ich mich an diese Zeit erinnern, wo du hast öfters erzählt, am Anfang, in der Anfangszeit, wo du angefangen hast zu predigen,
hat sie gesagt, dass die Leute sich verstecken fürs Gebet. Und dass es besser ist, dass man den Leuten mitgibt, was man ist. Und dann habe ich auch den Vergleich gezogen zwischen der ersten Ausbildung und der zweiten. Weil die erste Ausbildung habe ich nicht gemacht und mein Meister hat mich behandelt wie, was du immer gesagt hast, wie ein Verbrecher. Ja. Weil ich mich wie was verhalten habe, wie ein Verbrecher. Und dann hat er mich auch manchmal in die Bude reingedrückt, was ist mit dir los? Er hat das einfach gemerkt. Er hat gemerkt, mir stimmt was nicht. Du selber nimmst das ja nicht wahr. Aber der Außenstehende sieht das und nimmt das wahr. Bei der zweiten Ausbildung, bei der Feuerwehr, habe ich von Anfang an gesagt, ich bin Muslim, ich bete 5-mal am Tag. Die haben das akzeptiert und war kein Problem. Und ich habe da auch viel freier gelebt. Bei der ersten Ausbildung war es so richtig eine Katastrophe wegen dem ganzen Verstecken. Und wenn ich das jetzt heute schaue, wie ich gerade eben gesagt habe, teilweise hat man sich nicht getraut, da offen drüber zu reden, weil man gemerkt hat, das war so ein Tabuthema, weißt du, Islam. Ja. Was das sind Welten, das sind Welten zwischen. Das war damals schon ein Tabuthema. Wie war damals die Reaktion auf Islam allgemein? Wie wurde der Islam gesehen vor 16 Jahren? Ich wusste ja direkt, dass wenn ich die Moschee verlasse, dass ich ihn draußen nicht erwähne, weil das als etwas Negatives aufgenommen wird. Ja. Was waren damals die Vorteile gegenüber den Muslimen vor 16 Jahren? Woran kannst du dich erinnern? Was ich mich wirklich erinnern kann, ist, dass halt immer erwähnt worden ist, die Frau, dass die Frau unterdrückt wird. Der Mann geht 4 Meter vor der Frau. Das wurde damals immer erzählt, die Unterdrückung der Frau, die Unterdrückung der Frau, die Unterdrückung der Frau. Und ich kann mich auch an Terrorismus erinnern. Und ich kann mich sogar erinnern, dass ich selber Angst hatte. Als der erste Golfkrieg angefangen hat, gab es eine Propagandamaschinerie. Ja? Weil... Cool, er hatte Angst gehabt, mashallah. Ja, ich hatte nein, wenn man sich jetzt vorstellt, du hast damals Angst, noch heute bist du hier. Nein, da hätte ich auch Angst gehabt. Ich rede, wovon ich rede ist, bevor ich Muslim geworden bin, davon rede ich. Ich habe das verstanden. Wenn ich zum Beispiel im Flugzeug stand, war, da kam mir ein Muslim rein mit Bart oder mit Turban. Oder ehrlich gesagt, ich hatte diese Situation, ich bin damals immer mit dem Flugzeug, meine Eltern hatten damals sehr viel Geld gehabt. Deswegen ging es mir finanziell unheimlich gut. Also immer in meiner Jugend, ich hatte jede Woche, ich war fast jeden Tag essen gewesen mit meinen Freunden, als ich in Berlin war. Und ich bin fast jedes Wochenende mit dem Flugzeug von Berlin nach Köln geflogen. Als ich 18 Jahre alt war, die streckendicken BMW vor der Tür stehen, für die damalige Zeit. Ich bin sogar damals mit meinen Freunden bin ich mit Porsche rumgefahren durch die Gegend, als ich 18 oder 19 Jahre alt war. Ne? Ich war also voll Außenseiter. so wie das immer dargestellt wird. Ne? Mit Porsche auf jeden Fall. Deswegen war ich auch Schulsprecher gewesen. Ne? Weil die sind ja alle so Außenseiter. Die den Islam annehmen, die Konvertiten. Ja, auf jeden Fall. Deswegen nehmen die uns auch immer so ernst. Ja, genau. Komisch. Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, ich bin dann immer mit dem Flugzeug mit der deutschen BA damals, Deutsche British Airlines, von Berlin nach Köln und von Köln nach Berlin gefahren. Da kam es öfter und vor, da kam jemand mit einem Turban und einem Bart. Ich habe gedacht, das wäre ein Muslim. Da habe ich sofort daran gedacht, wie nicht, dass das Flugzeug entführt, nicht, dass der in seiner Tasche eine Bombe oder eine Kalaschnikow hat. Warum? Weil diese Geschichten gab es ja schon, Lockerbie und diese ganzen Flugzeugentführungen von radikal-islamistischen Gruppen. Weil man will das heute so darstellen, als wenn das ein ganz neues Phänomen wäre. Das gab es schon, das gibt es schon spätestens seit den Olympischen Spielen in München. Als die PLO einige israelitische Olympioniken entführt hat. Wie gesagt, das war damals da gewesen. So, wie hat sich dann weiterentwickelt bei dir, Bruder? Die ersten 4 Jahre war ja in Trockenzeit, war sehr schwer, teilweise alleine, hatte keinen Freund. Ich hab mir nur einen Freund gewünscht. Ich kann mich richtig daran erinnern, einen einzigen Freund, einen Glaubensbruder. Aber das war halt noch nicht die Zeit. Und dann habe ich zu den alten Freunden zurückgegriffen. Und dann, was passiert, wenn du zu den alten Freunden zurückgreifst? Die ziehen dich mit in Disco, Freunde, genau, also schlechte Sachen. Also,
Aber ich habe mich trotzdem nie wohlgefühlt dabei, weil ich wusste, dass es falsch ist. Bis ich dann irgendwann nach 4 Jahren Brüder kennengelernt habe, die in meinem Alter waren und auch den Islam angefangen haben zu praktizieren oder angenommen haben. Und dann ging es richtig los. Also du warst ja meistens in der Miligörsch-Moschee und in welchen Moscheen noch? Süleymanja. Ja, das sind doch so tolle Muslime, die haben den Islam so genutzt. Hat dich da keiner mal geschnappt in den vier Jahren? Hat dich da keiner mal geschnappt und gesagt, komm, ey, dem Bruder, wir müssen dem ein bisschen helfen, dem ein bisschen die Religion zeigen? Wie gesagt, schon die Älteren, da waren ein, zwei Leute waren schon da, die sich auch Mühe gegeben haben. War jetzt nicht so, dass gar keiner da war, aber wie gesagt, es war nicht die Zeit der Jugend. Jetzt, wenn man es jetzt vergleicht, wie die Moscheen voll sind, und das jetzt nicht nur in einer Moschee, sondern in vielen Moscheen. Auch mit Brüdern, die Deutsch sprechen und das schon. So. Maschallah. Dann nach 4 Jahren, Entschuldigung, Maschallah ist anders, ja. Dann nach 4 Jahren, was hat sich dann entwickelt? Das kann ich gar nicht, das kann man gar nicht in Wort fassen, weil das ist wie Tag und Nacht gewesen. Was ist genau passiert? Oder wenn du auf einmal dann mit Brüdern zusammenkommst, die dieselben Interessen haben, dann lebst du Tag und Nacht dafür. Wir sind sogar in dieselben Viertel gezogen, beziehungsweise sogar in dieselben Häuser, ja, und haben dann alles zusammen gemacht. Wir sind zusammen zur Moschee, dann gab es auf einmal auch Seminare, die ersten Seminare 2002. Da kann ich mich noch daran erinnern, die haben wir dann direkt besucht. War ich überall gewesen. Ja, und das. Oder wir wollten da, zu dieser Zeit wollten wir die Welt am liebsten verändern, von heute auf morgen. Wir haben auch alles sehr intensiv dann versucht umzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt liefen wir mit Torban und Gewänder und Stock rum. Also du hast dann, also nicht Stock zum Schlagen, sondern Stock, um damit zu gehen, weil der Prophet auch das öfter. Genau. Aber als er älter gewesen ist, hat er einen Stock gehabt zum Gehen. Also. Musa a.s. hat einen Stock und so, deswegen. Aber auf jeden Fall. Wir haben sie nicht mehr alle, wir liefen richtig. Ja. Wir haben aufgedreht, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, ja. Und da haben wir uns ja auch getroffen. 2002 haben wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen. Ja. Also das heißt, du hast dann Brüder getroffen in Mönchengladbach, plötzlich nach 4 Jahren entdeckt. Es gab damals keine Werbung. Das war gerade meine richtige Schwächeperiode wieder. Weil ich immer zum Ramadan bin ich stark geworden. Ja. Ja, weil die Shayatin angekettet sind. Ja, habe meine Gebete da richtig ernst genommen, die Religion ernst genommen, das Fasten. Außerhalb vom Ramadan hatte ich einmal 7 Monate durchgezogen in den 4 Jahren und ansonsten immer hoch, runter. Aber dann, als ich die Brüder dann getroffen habe, war ich gerade in einem Tief und durch die bin ich dann endgültig da raus. Und dann das Erlaubnis. Ja. Dann hast du mich ja damals getroffen, das erste Mal. Da war ich ja noch mit Dauer Tabli unterwegs. Ja. Nee, in Mönchengladbach haben wir uns getroffen, in Reit. Da bin ich einmal in die Moschee reingekommen mit einem Buch. Aber das allererste Mal war das nicht mit Dawa Tabli? Nee, das war in Sadiq. Das war doch in. Das war in Neukölln. Ja. Der Abu Bakr Moschee in Köln. Nee, das erste Mal. Vorher haben wir es schon mal gesehen? Ja, das erste Mal hast du mich gesehen, da bin ich zu eurem Unterricht gekommen nach Reit. Die Moschee nach Reit. Und dann habt ihr da die Yassin-Sura zusammengelesen. Also, mashallah. Und dann habe ich da direkt diskutiert. Und ihr habt mich, glaube ich, direkt sehr gemocht, habe ich das Gefühl gehabt. Vor allem du und. Anderer Bruder. Ich kann mich noch erinnern, als der Muni noch nicht verheiratet war und der zu dir gesagt hat, kannst du mir nicht helfen? Hast du gesagt, nee, aber ich kenne jemanden, der dir helfen kann. Achso, der hat gefragt, kannst du mir helfen, eine Frau zu finden? Ja. Ne? Habe ich gesagt, ich kenne jemanden, der dir helfen kann. Ja, das, Allah. In dem Moment, das hat mich auch voll beeindruckt. Das ist eine kleine Sache, aber hat einen riesen Effekt gehabt. Jetzt hat mir jemand, dieses Beispiel hat mir jemand in Mekka beigebracht. Alhamdulillah. Also das heißt, am Anfang hast du so richtig Angst gehabt, zu beten überhaupt, selbst bei der Arbeit, jemanden zu fragen. Ich hatte auch in den ersten 4 Jahren diese Ängste noch, die ich von vorher halt verführte, wie du eben gesagt hast. Als man kein Muslim war, hatte ich viel mehr in gewissen Sachen Angst gehabt, Versorgung, viel mehr Gedanken gemacht, wie ist das in einer Woche, wie ist das in einem Monat, was mache ich in einem Jahr. Ja? Und das hatte ich die ersten 4 Jahre auch noch, voll extrem. Aber nachdem ich die Brüder kennengelernt habe, und seitdem habe ich das nicht mehr, haben wir dann möge auch bewahren. Ja, das, wenn ich zurückdenke, was für Sachen ich damals mal Muffensausen hatte, Wahnsinn. Ja, subhanallah.
Weißt du, wenn ich bedenke, in der ganz Anfangszeit war es auch so gewesen, dass man sich so irgendwie so ein bisschen geschämt hat, weißt du, so öffentlich zu beten, das so zu zeigen. Ich wollte auch nicht unbedingt, dass das jemand weiß. Und mit der Zeit hat sich das dann entwickelt, dass man einfach diese Liebe für den Islam bekommen hat und will diese Religion verbreiten. Am Anfang, ich muss dir vorstellen, bei mir war es ja so gewesen, ich habe den Islam angenommen in einer Zeit, wo ich gerade voll auf dem Höhepunkt sozusagen im Boxen war. Ich stehe in der Zeitung mit Wilfried Sauerland, ja, den neue Kölsche Abend. Die wollten mich zum Peter Müller machen, das war so ein Lokalmatador gewesen in Köln. Und zu dieser Zeit habe ich mich dann mit dem Islam beschäftigt. Ja? Und auf einmal stehst du überall in der Zeitung, Talent und bla 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 bla. Und subhanallah, bei mir war es eigentlich so gewesen, dass ich eine Erfahrung gemacht habe, die mich dazu animiert hat, mich weiter mit der Religion zu beschäftigen, durch das Boxen. Das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Guck mal. Als ich 1992 angefangen habe zu boxen, mit dem Training begonnen habe, da war der große Star in der deutschen Boxszene Thorsten May gewesen. Der war amtierender Weltmeister der Amateure und Olympiasieger. Olympiasieger ist mit das Größte, was du beim Boxen erreichen kannst. Das ist eigentlich sogar noch mehr wert als Weltmeister die beiden Profis in meinen Augen. Bei Olympiasieger kannst du nur alle 4 Jahre werden. Und zur damaligen Zeit, die Russen waren fast alle nur Amateure und die Kubaner waren sowieso bis heute alle nur Amateure sozusagen, außer wer flüchtet. Und plötzlich bin ich auf einmal im Jahr 2000 mit Thorsten May in einem Team. Und der hat vorher ein paar Kämpfe verloren. Und auf einmal diese Person, die vor 8 Jahren, als ich angefangen habe zu boxen, der große Star war, wo du immer aufgeguckt hast und dir gedacht hast, ey, boah, so willst du auch mal werden, Weltmeister, Olympiasieger, der ist auf einmal mit dir in derselben Kabine und kein Mensch beachtet den mehr. Nur weil er 2 Kämpfe verloren hat, gegen Adolfo Washington und gegen Stefan Anger. Und auf einmal sind sie alle über ihn herziehen. Das ganze Gute, was er, und das ist ein sehr netter, wirklich. Das ganze Gute, was sie über ihn, was sie vorher an ihm gesehen haben, wo sie gesagt haben, Mensch, da hat keiner mehr dran gedacht. Boah, du hast uns stolz gemacht. Du hast für Deutschland die Goldmedaille bei der Olympiade geholt. Auf einmal siehst du, wie viel ihn verachten und schlecht über ihn reden. Und da hat das bei mir Klick gemacht. Guck mal, der war dein Vorbild vor 8 Jahren. Und er hat was erreicht, was kaum ein deutscher Boxer erreicht hat, Weltmeister und Olympiasieger bei den Amateuren. Ich glaube, der Einzige, der das noch erreicht hat, Weltmeister und Olympiasieger, ist, glaube ich, Henry Maske. Ich weiß nicht, ob Manfred Wolke auch Weltmeister bei den Amateuren war, das weiß ich nicht. Ich weiß, der war Olympiasieger. Rudi Fink war Olympiasieger. Ich weiß nicht, ob der auch Weltmeister war. Ich glaube, Sven Ottke, Thorsten May war der Einzige, der Weltmeister und Olympiasieger war bei den Amateuren. So. Mit Henry Maske zusammen. Der auch Welt- und Olympiasieger war. Und auf einmal, kein Mensch interessiert sich dafür mehr. Und da ging das bei mir Klick, dass ich gesagt habe, hey, dieser Erfolg, nach dem du strebst beim Boxen, was bringt er dir? In 8 Jahren, wenn du irgendwann mal verloren hast, da guckt dich keiner mehr, da interessiert sich sowieso keiner mehr für dich. Deswegen, es nützt gar nichts, hier für diesen Ruhm zu arbeiten, der große Star zu werden, die Goldmedaille zu gewinnen, den Weltmeistergürtel, weil 10 Jahre danach interessiert dich sowieso keiner mehr dafür. Ja. Achi, und ehrlich gesagt, das hat mir sehr viel Motivation weggenommen, glaube ich. Weißt du? Weil, wenn man Spitzenleistung holen will, muss man den Biss haben. Ich meine, okay, ich bin ungeschlagen abgetreten als Amateurboxer, als Profiboxer. Ja, für die immer sagen, gescheiterter Boxer. Ich bin der erste gescheiterte Boxer, der noch nie einen Kampf verloren hat in seiner Profikarriere. Wa? Aber auf jeden Fall, Fakt ist, man hat
Man hat einfach, man braucht diesen Biss. Guck mal, die deutsche Nationalmannschaft hat jetzt 4-2 gegen Argentinien verloren. Warum? Weißt du, was der Hauptgrund ist? Man könnte jetzt sagen, ja, die Maria war dabei und so. Der Hauptgrund ist, die Argentinier hatten mehr Biss als die Deutschen gehabt. Die wollten die Revanche gewinnen wenigstens. Das ist der Hauptgrund. Der Biss macht... Die Luft war raus. Die Luft war raus. Das, deswegen diese ganze Spekulation danach, oh, jetzt sind sie nicht, das ist alles Quatsch. Das ist eine andere Situation. Deswegen ist es auch viel schwieriger, einen Titel zu verteidigen, als einen Titel zu gewinnen. Wenn du Champions League-Sieger geworden bist, danach in das Jahr die Champions League nochmal mit derselben Mannschaft zu gewinnen, ist viel, viel schwerer, Titel zu verteidigen. Und das ist etwas, was mich mit beeinflusst hat. Diese Undankbarkeit, ja, gegenüber dem Boxer Thorsten May, der wirklich ein sehr, sehr netter immer gewesen ist. Ja, mit dem habe ich sehr gemocht auch. Er war überhaupt nicht arrogant, obwohl er so viel erreicht hat. Deswegen, ja, das ist etwas, was mich mit dazu geführt hat. Und dann habe ich dann mitten in dieser Boxkarriere dann den Islam angenommen. Und zuerst wollte ich nicht, dass das unbedingt jemand weiß, das ist meine Religion und das wussten nur enge Freunde. Und dann später kam das dann noch raus und Alhamdulillah, und dann haben wir nachher angefangen, die Botschaft zu verbreiten, Alhamdulillah. Das war ja wahrscheinlich auch ein Grund, wie wir aufgewachsen sind, und das du kennst das ja selber, oder jeder, der hier aufwächst, wie wichtig das andere Denken von, also das Denken der andere für einen ist. Also für mich war das so, ich weiß nicht, wie das bei dir so war. Deswegen habe ich ja auch gewisse Sachen versteckt und so, verstehst du? Ja, ich meine, ich habe auch keinen Grund darin gesehen, jetzt jemand zu sagen, dass ich den Islam angenommen habe, warum soll ich das denen erzählen? Und gerade bei der Boxkarriere habe ich mir gedacht, das könnte eventuell kontraproduktiv sein. Weil es ist auch wirklich so gewesen, dass dann viele gedacht haben, der hat eine Macke. Und was war im Jahr 2001? Das ist ganz genau, und da haben viele gedacht, ja, guck mal, der hat einen Dachschaden. Als ich die Feuerwehr hingeschmissen habe, haben die Leute gedacht, ich bin ganz, jetzt ist er verrückt. Nee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Amen. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.